Gruppenbild mit Oscars. Das Team von Everything Everywhere All at Once hatte Sonntagnacht allen Grund zu feiern. 7 Trophäen hat die Science-Fiction-Kung-Fu-Komödie abgeräumt. Darunter bester Film, beste Hauptdarstellerin und für die besten Nebenrollen. Dieser Film hat unser aller Leben und das so vieler Menschen verändert, sagt die Schauspielerin Stephanie Hsu. Alles, was ich als Künstlerin je wollte, ist, Dinge zu machen, die den Menschen etwas bedeuten. Und dass man das ab und zu auf kommerzieller Ebene tun kann, ist etwas ganz Besonderes und gibt mir Hoffnung für das, was als nächstes kommt. Triumphe bei den legendären Aftershow-Partys zu feiern, hat Tradition. Brandon Fraser, Ruth Carter und Sarah Polley machten da keine Ausnahme. Auf dem samtblauen Teppich des Vanity Fair-Empfangs strahlten aber auch diejenigen in die Kamera, die in diesem Jahr den Kürzeren zogen. Unter anderem Cate Blanchett, Paul Mescal, Angela Bassett und Austin Butler. Gesellschaft bekamen die Oscar-Nominierten von zahlreichen Stars aus dem Musik- und Modebusiness. Billie Eilish sowie die Rapstars Offbeat und Cardi B feierten den großen Auftritt ebenso wie Naomi Campbell, Heidi Klum und Alessandra Ambrosio. An Transparenz noch deutlich übertroffen von Hunter Schäfer. Glamour geht schließlich immer.